Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück bei einer weiteren Folge Pixelmon, der zweiten Staffel des Awesome Pixelmon-Projekts. Ich befinde mich gerade hier im Sumpf und kämpfe gegen ein wildes Venofliebis, was mich gerade weggebatscht hat mit einem Wein-Whip oder so. Ich glaube, Wein-Whip war das, oder? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, meine lieben Freunde, habe ich heute im heutigen Part vor, mir ein erstes Pokémon zu fangen. Unser Primblop ist fast auf Level 20. Ein Kampf fehlt noch, mehr oder weniger. Und dann würde ich gerne mal ein starkes, cooles Pokémon fangen, um es den anderen zu zeigen. Denn wir waren noch gar nicht bei den anderen. Alter, was ist mit dieser Map kaputt? Ein Shiny Megascaraborn. Und da vorne ist noch ein normales Megascaraborn. Oh, Scarlet farmt offenbar gerade. Ich weiß nicht, ob ich es mal versuchen soll. Einfach mal. Digga, Scaraborn hat eine Vierfachschwäche gegen Flugattacken, ne? Will ich einfach mal so gesagt haben. Fury Attack überleben wir nicht. Viermal getroffen. Okay. Schade. Schade. Hätte ich gerne gekillt. Soll ich nochmal auf die Fury Attack 2 hoffen, dass ich überlebe? Das Ding ist halt, ein Schnabel wird niemals reichen. Das Ding ist mega und es ist 10 Level über uns. Und alles klar. Ja moin! Überall haben wir Megascaraborn. Eins nach dem anderen. Also, was ist hier gerade los, Leute? Was ist hier gerade los? Wisst ihr was? Ich mach das Ding kurz auf Level 20. Ne, ich mach das Ding kurz auf Level 20. So, Scoop. Dann haben wir nämlich noch ein paar mehr. Hier ein paar Level mehr oder ein Level mehr. Vielleicht. Das Ding ist halt, er ist jetzt auf Level 40, ne? Er auf Level 30. Ja, macht irgendwie keinen Unterschied. Keinen wirklichen. Wir haben einfach nicht die Attacken und den Typen dazu, das Zeug so krass zu resistieren, wie wir es gerne hätten. Night Slash, ja, und das killt mich halt instant. Da muss er nicht mal kritten oder so, sondern das bumst mich halt einfach weg. Ha, es ist zu früh für Boss-Pokémon, merke ich gerade. Ich würde gerne so ein Ding killen, weil dann kriegen wir den Mega-Ring und den Stein. Und falls wir einen Scarabow finden, hätten wir dann schon das erste Mega-Pokémon und könnten damit bei den anderen angeben, aber ja, gestaltet sich doch noch als etwas schwieriger. Ich habe wirklich gar keine Idee, was ich in diesem... Ein Irbis ist schon sehr cool, muss man schon sagen. Aber, hier. Nehme ich mit. Wir haben bald, hier Halloween. Ne? Kann man mal als, lustiges... Als lustiges kleines Dingens. Warte mal, hier gibt's super viele Gehweiher, ne? Level 2, alle. Irgendwo da vorne gab's ein Pikachu auf Level 20. Wenn das da immer noch rumpimmelt, dann würde ich mir das tatsächlich gerne holen. Was hast du für ein Level? Level... Hallo? Level 12. Okay, ja, komm, die klatsche ich auch weg. Matrifol, vierfache Schwäche gegen Flug. Das Ding ist... Ich brauche natürlich auch Geld, denn wenn wir das erste Mal in einen Store kommen... Warte mal, ich schlafe? Willst du mich verarschen, Mann? Wenn wir das erste Mal in einen Store kommen, will ich natürlich auch ein bisschen, wow, der Junge hat einen Pixie? Holy shit! Will ich natürlich auch ein bisschen was kaufen können und dann brauchen wir Geld, Freunde. Und Geld bekommen wir, indem wir Trainer killen. Wie viele Pokémon hast du bitte, Kollege? Du hast noch ein Pokémon? Alter! Ich wollte danach noch ein Pikachu fangen. Vor allem kann ich nicht mal rausswitchen und er weicht ständig aus. Ja, geil. Okay, komm. Einmal treffen bitte noch. Yeah, okay. Sehr schön. Okay, wir haben gewonnen. Wir haben ein paar Pokémon jetzt weg. Oh, ein Kinoso. Auch ein sehr tolles Pokémon, ne? Aber leider Level 25. Ja, ein Pikachu auf Level 20 werden wir jetzt nicht mehr fangen, weil ein Donnerblitz mich wahrscheinlich dann einfach aus dem Leben knallt.
Also können wir eigentlich schon wieder zurückgehen. Ne? Es ist super anstrengend, wenn man noch keine Pokémon hat in diesem Spiel. Ist echt ein bisschen doof. Aber, Freunde, wir werden reinkommen. Wir werden auf jeden Fall reinkommen. Ist es? Nein. Nee, das ist ein Dusselgur. Ich dachte gerade, es ist ein Staralili, Alter. Staraptor mit Bedrohr for the win. Hätte ich safe eingefangen, direkt. Aber bisher haben wir nur Müll gesehen, ne? Ich meine, Kram... Oh! Können wir leider nicht fangen, weil wir ein Level darunter sind. Nein! Ja, gut. Dann, Oh, wow. Er killt uns sogar. Nice. Ich glaube eh nicht, dass man auf Fiaro fliegen kann. Aber Fiaro ist halt ein sickes Pokémon. Fiaro ist cool. Sehr cool. Gerade mit Sturz hier, mit Gale Wings, oder? Gale Wings? Sturz, Sturzflug, Flügel, Schlingen, Orkanschwingen, Klingen, irgendwas? Ja. Na gut, dann gehe ich kurz zurück heilen. By the way, steht da ein Tod. Ich bin in diesem Let's Play gestorben, bevor ich überhaupt auf der Welt gespawnt bin, weil ich im Wasser gespawnt bin. Und bevor ich mein Pokémon überhaupt auswählen konnte, bin ich halt einfach ertrunken. Das war traurig, aber hey. Bormi. Bormi erinnert mich immer an, hier. An Pikachu, an Detective Pikachu. Na, da habe ich das erste Mal so mit Bormi richtig Kontakt gehabt. By the way, Freunde, das sind Eevee-Tugs, die hier rumfliegen. Bei der Prequel-Folge haben die Leute mir in die Kommentare geschrieben, da ist ein Ho-Oh! Jungs, das ist ein Eevee-Tug. Wäre es ein Ho-Oh, hätte ich das schon längst gefangen. oder auch nicht. Ich schaff's ja nicht mal, ein Scaraborn zu besiegen. Ein Enton. Das Ding ist, Wasser-Pokémon brauche ich nicht, Mann. Die Wüste war für mich um einiges besser. Weil in der Wüste konnte ich halt Stahl- und Boden-Pokémon holen und Feuer-Pokémon und Drachen-Pokémon. Hier habe ich halt viele Wasser-Pokémon. Sogar das Pokémon ist ein Wasser-Pokémon zum Teil. Das hier auch. Wasserkäfer, Wasserpflanze, Wasserkampf. Es ist einfach super anstrengend. Alle Pokémon hier sind vom Typ Wasser und ich brauche eigentlich keine Wasser-Pokémon. Ich habe ein Wasser-Pokémon. Aber okay. Ich will nicht allzu weit weg von der Base. Ich will doch nur ein einziges Pokémon fangen. Ein einziges Pokémon wäre nice und dann könnte ich mal zu den anderen steppen. Ein Mirapla. Ein Mirapla. Will ich den Amethyst? Oh. Ein Zyto-Mega? Beziehungsweise ein Monozyto. Kann ich nicht fangen. Ist zwei Level zu hoch. Okay. Primblop. Warte mal, der hat Reflektor. Der Junge hat Reflektor. Razor wird die ganze Zeit disconnected, ne? Ich glaube, da hat ein paar Internetprobleme, der Junge. Ich habe Lichtleben. Oh mein Gott, der Junge hat Recover. Yo, jetzt mal ernsthaft, ich glaube, ich kill das Ding nicht, weil ich... Hat das... H2-Absorber hat das, okay. Ich möchte das gerne fangen. Das könnte screenen in meinem Team und recovern und all so ein Scheiß, ne? Ich meine, ich habe Lichtleben. Damit bleiben die Screens 8 Runden anstatt 5 und die habe ich mir in dem Bosskampf zusammen erfarmt. Von daher, das Ding ist, ich darf es halt einfach nicht verlieren, ne? Das ist halt das Problemchen. Aber okay, Carnivara. Ah, warum muss das wieder Level 24 sein, Alter? Das ist wieder richtig doof. Level 17, Blubstrahl. Das hat mehr Damage gemacht, trotz Resistenz, ne? Und ich krieg keine Rauhaut. Tafelwasser. Sehr schön. Jetzt haben wir ein Heil-Item. Ha. Okay, was haben wir hier noch? Was kann ich schnell und einfach killen? Ein Enton. Tail Whip. Okay, was macht Bubble Beam? Das macht nichts. Was macht Schnabel? Wow, Digga, ich wollte gerade sagen. Okay, der könnte ein bisschen... Water Gun. Der könnte ein bisschen schwieriger zu killen sein. Meine Verteidigung schon wieder. Aber er geht wenigstens jetzt auf die Wasserattacke. Yo, wenn ich Glück habe... Nein, ich bin gestorben, oder? Ja.
In der fucking letzten Runde geht er auf Fury Swipes und killt mich. Das war genau der einzige Move, der mich killen konnte an der Stelle. Aber okay. Aber in Ordnung. Ich hätte natürlich Tafelwasser verwenden können, aber dann wiederum hätte er einfach two-shotten können. Und ich hätte ein Item verschwendet, von daher. In welche Richtung muss ich eigentlich da? Okay. Ja, ich glaube, das mit Monozyto wird nichts mehr, ne? Weil das despawnt wahrscheinlich, bevor ich wieder da bin. Alter, schaut euch mal. Okay, hier unten sieht man gar nichts. Aber das Goldini war gerade 10-mal größer als das andere. Ah, schade. Monozyto wäre ganz interessant gewesen für einen ersten Encounter. Es ist halt echt schwer, sich ein gutes Team zusammenzubauen, ne? Ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt noch 14 Pokebälle. Wenn jedes Pokémon einmal ausbricht, dann könnten wir jetzt noch 7 Pokémon maximal fangen. Und es wird nicht nur einmal ausbrechen, was wir bei Level 4 Abra vorhin gesehen haben, ne? Also wenn wir Glück haben, können wir uns mit diesen 14 Pokébällen noch 2 bis 3 Pokémon fangen. Und das war's dann. Aber mehr auch nicht. Oh, Zerloth Diamanten gefunden? Das ist ja mal interessant. Ja, ne, und das ist halt so ein bisschen das Ding. Zum Glück bin ich gestorben. So habe ich einen Waypoint, wo ich immer wieder zum Heilteil finde. Das ist halt das Ding. Was für Pokémon? Wir müssen uns echt gut überlegen, für was wir Pokébälle rausschmeißen wollen. Und die Dinger sind immer noch da. Das Stravikel. Was gibt's hier für gute Pokémon? Alter, es muss doch auf so einer flachen Ebene, auf so einer Wiese, muss es doch irgendwie Pokémon geben. Was haben wir denn? Warte mal, ich mach mal die Map auf. Oh. Was? Nein, nicht. Oh Gott, das wollte ich nicht. Das wollte ich definitiv nicht. Oh, nice. Meine Facecam ist direkt wieder stehen geblieben. Ist das schon länger so oder ist es schon die ganze Zeit so? Goddammit. Ey, Leute, es tut mir echt leid. Ich kann da aber gar nichts machen. Ich muss da immer mal wieder einen Blick drauf werfen, weil wenn ich es nicht merke, dann ist es halt einfach eingefroren. Es gibt eine Wüste. Oh, und da hinten ist ein Dorf. Okay, also in diese Richtung, wo wir gerade hingehen, ne, in die Richtung hier, hier ist ein Dorf. In die andere Richtung ist eine Wüste. Das sieht aber sehr abgeschnitten aus und komisch, oder? Irgendwie schon. Aber in der Wüste würde ich halt sehr coole Pokémon bekommen können. Maybe. Wisst ihr was, Freunde? Wir gehen mal in dieses Städtchen. Vielleicht können wir da noch ein paar Sachen mehr machen. Ein Schwalbini. Leider bisher nur die schwachen Vögel der Gens gesehen. Aber in Ordnung. Ein 20er Stravikel. Ja, machen wir. Fliegen ist auf dem Server verboten. Alles klar, Bruder. Das Einzige, was geflogen ist, ist Stravikel. Digga. Aber in Ordnung. Ja, wahrscheinlich hat Razer das Problem, dass er ständig vom Server fliegt, weil er irgendwie Probleme hat. Nein, ist die Map. Ah, ich wollte gerade sagen, ist die Map jetzt weg. Okay, das heißt von hier aus rechts, ne? Also in diese Richtung. Oh mein Gott. Warum finde ich immer Boss-Pokémon? Primblub wurde ausgesendet. Ja, irgendwie ja nicht, ne? Okay, da resistiere ich aber nichts. Aber er macht nicht so krass viel Damage. Oh, das war ein Crit. Alter, kommt super krass drauf an, wie viele Fury Swipes er jetzt bekommt, ne? Überlebe ich es? Ich überlebe es nicht. Goddammit, der Junge hat mit einem KP überlebt oder so, ne? Also beziehungsweise, ich hätte ihn noch einmal angreifen. Oh, dammit! Verdammt, Alter, das ist nervig. Sowas ist super scheiße. Seht ihr? Und genau deswegen will ich ein zweites Pokémon haben. Weil genau das jetzt wieder nicht passiert. Ist das ein fucking Kadabra? Oh mein Gott. Okay, ich muss wissen, was für ein Level er hat, weil wenn er 22! Oh mein Gott, okay. Wenn ich den catche, ich darf ihn catchen? Level 22. Come on, zwei Bälle. Come on, please.
Dammit! Kadabra, bleib drin! Ich bin verzweifelt, Leute. Das macht gerade überhaupt keinen Sinn, was ich mache. Aber ich will einen Kadabra haben. Ah, leck mich doch, Mann! Also die ersten Folgen sind echt nicht gut. Die ersten Folgen, da läuft's nicht, Mann. Da läuft's gar nicht. Kann jedes Mal wieder zurück meine Scheißviecher, mein Scheißviech heilen. Und das Scheißkadabra bleibt nicht drin. Das heißt, ich habe 6 Pokebälle verschwendet. Ich habe noch 10. Und das war's dann. Na? Oh, hätte ich nur ein einziges Pokémon mehr gehabt, hätte ich das Teil locker gekillt, Mann. Aber das ist halt wieder richtiger Cancer. Mann. Was ist da? Ah, Paras, okay. Ich will doch nur ein cooles Pokémon haben. Und das den anderen zeigen. Ja, Ladybug, du kannst mich mal. Also, falls ich dieses Ding nochmal finde, besiege ich das Teil. Und Kadabra gleich mit, Alter. Der Pisser. Der Pisselnick. Level 21. Will ich den? Nee, ich will das Habitat da vorne killen. Falls es noch da ist. Aber ich glaube, Boss-Pokémon bleiben vielleicht ein bisschen länger oder so. So. Was mich noch ein bisschen stört, ist, der hört immer auf zu rennen, der Junge. Warte mal, ich glaube, ich muss mir das wieder auf eine Taste legen, ne? Das war irgendwie besser. Ah, Weberak, geh weg. Kein Interesse an dir. Skunkapu. Cooles Pokémon, aber... Nee. War das Habitak nicht hier? Ich glaube, das war hier, ne? Ich glaube, das ist weg. Ja, das ist ziemlich sicher weg. Ich glaube, das war hier irgendwo. Ja, es ist ziemlich sicher weg. Schade. Schade, schade. Egal. Ich gehe weiter ins Dorf. Ich lasse mich nicht aufhalten. Von nichts und niemanden. Drausi. Ah, ein Vipites. Und Zirlo macht gerade die Ice Bucket Challenge, oder wie? Okay. Ein Lichtel. Lichtel ist auch sehr sick. Lichtel ist auch sehr sick. Warum sind die ganzen Pokémon hier fucking weiblich? Kann man das einer erklären? Die Pokémon sind halt einfach alle weiblich. Ein Schuppet. Was haben wir denn hier? Ein Attackenlerner. Alles klar. Ja moin, dann lernen wir mal Turbo-Tempo, Digga. Oh, der Ränkeschmied. Ja, dafür braucht man super viel krassen Shit, ne? Braucht man nicht? Ah, du kannst die Attacke nicht bezahlen. Ich wollte gerade sagen, hä? Lil. Inferno. Gibt's diesen Morgengrau? Warte mal. Das Ding kann Aurasphäre, Rückenwind, Moonblast und... Wow. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das auch echte Moves sind im Spiel. Ich glaube nicht. Alright. Ja gut, wir sind im ersten Dorf. Wir haben ein kleines Dörfchen gefunden. Hier können wir vielleicht ein paar Sachen kaufen. Maybe. Schauen wir mal. Pokebälle sind auf jeden Fall schon mal da. Da könnte ich mir ein paar zurückholen. Für diejenigen, die ich verspielt habe. Was will die denn? Was? Hoppala. Ah, Briefe. Ja, verkaufen. Den Brief hier. Und nee, Tafelwasser und Lichtlehm will ich behalten gerne. So, Energiewurzel. Ja, ich kaufe mir einfach ein paar Pokebälle. Also so viele, wie ich kann, ne? Ja, 5. Nice, jetzt habe ich meine... Jetzt habe ich einen Pokéball weniger, als ich am Anfang hatte. Na, aber ey, Pokebälle sind halt einfach gerade das Wichtigste. Und hier kann ich, by the way, mein Pokémon auch heilen. Also so ist es nicht. Das passt dann. By the way, das ist ein cooles Dorf, Alter. Ich mache ja gerne so Brunnenhäuser. Und hier bietet sich das natürlich sehr, sehr an. So, Level 13. Der sieht aus wie Ash Ketchum, Alter.
Den werde ich auf jeden Fall mal geben. So, Full Restore gefunden. Okay, Bruder, du musst jetzt dran glauben. Primblop. So, Gold King. Supersonic ausgewichen. Machen wir mal Pfund. Okay, Pfund war besser. Stärkt aber seine Verteidigung. Aber es juckt nicht. Level 4. Oh mein Gott, was hat er eingesetzt, Digga? Oh, meine fucking Facecam ist wieder eingefroren. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn jetzt das Problem, Mann? Ich habe gestern auch in der Aufnahmesession 3 Stunden gemacht und da war das nicht das Problem. Ah. Alter Megahorn. Ich sehe schon die ganzen Leute ausrasten. Die Facecam. Ja, vielleicht muss ich die Qualität ein bisschen niedriger stellen. Ich habe das Gefühl, 1080p Facecam könnte ein bisschen zu viel sein. Oh, und das hat gereicht. Sehr schön. Ist er tot? Ja, ist er. Danke. Boah, wir haben ganz knapp überlebt, ne? Ganz, ganz knapp. Da vorne ist eine Schmiede. Yo, da hole ich mir ein bisschen Scheiße. Da klauen wir mal ein bisschen was. Ja, ich glaube wirklich, dass ich mir für die nächste Session die ein bisschen umstellen muss, das ganze Zeugs. Weil das geht echt gar nicht klar, dass da ständig irgendwie alles einfriert und so. Ich hätte gerne diesen Ofen. Und zwar beide. Warum nicht? Kriege ich hier irgendwie noch Items? Krieg ich. Eisenbarren, Eisenbeinschutz, Drachenzahn. Die Profi-Angel und ein Goldhammer. Alter, was kriegen wir denn alles da? Okay, ich mach mal, ich zieh mir mal ein bisschen was an. Alter, ein Drachenzahn. Alles klar, Drachenjuwel, Drachenzahn, nochmal. Brudi. Okay, und Brot. Sand brauche ich nicht. Weiße Wolle brauche ich nicht. Busch brauche ich nicht. Zweig, den Scheiß hier. Ja. Nehmen wir mal das Zeug hier mit, ne? Wobei, die Kiste hätte ich eigentlich... Ja, komm, scheiß drauf. So viel will ich jetzt auch nicht rausklauen. Wir können ja eine Kiste einfach machen. 29. Brudi. Fukano. Bam. Das reicht nicht für ein OKO. Alles klar. Ein Kamerupt. Okay. Vierfach. Ich will jetzt ein OKO sehen, Bruder. Stab vierfach. Und es reicht halt nicht. Warum outspeedet der Junge mich? Darf ich mal fragen? Ich habe ein Plus-Init-Wesen. Okay, ich habe ein Plus-Init-Wesen. Warum outspeedet mich ein Kamerupt, was eine fucking Base-Init von was? 40 hat? Mega Kamerupt hatte 30 und ich glaube Kamerupt hatte 40. Warum werde ich da outspeedet, hä? Und again, hätte ich da ein zweites Pokémon gehabt, hätte ich den Scheiß überlebt. Also beziehungsweise hätte ich da gewonnen. Ein Ledian. So, Bruder, Revanche. In deiner Hut. Blubstrahl. Bam. Und nochmal, Firefang. Ja, wird resistiert, aber natürlich kriegt er den Flinch. Natürlich kriegt er den Flinch und den Burn. Sehr geil. Super. Geil. Diesmal bin ich nicht mal zu Kamerupt gekommen. Mein Herz brennt. Ja, nicht nur dein Herz, sondern auch mein Primlop. Leute, wir sind so weit weg von den anderen. Will ich den Glowstone abbauen? Nee, komm, den lassen wir da. Wir wollen ja nicht alles randalieren hier. Wir wollen ja nicht alles kaputt machen. So, aber dich snatch ich noch weg, Bruder. Das, wenn es das Letzte ist, was ich tue. So, Blubstrahl machen wir mal hier hin oder so. Oder da am besten. Und Schnabel irgendwie so, ne? Ja. Willst du mich verarschen, Digga? Habe ich jetzt ein KP Damage gefressen, weil das Ding irgendwo... Okay, Blubstrahl. Firefang, please don't flinch me. Danke. Oh, der Bubble Beam hat gekrittet. Okay, diesmal bitte keine Intensität 15. Das war 6. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Ich glaube, ich muss einfach noch ein, zwei Level steigen. Wenigstens levelt mein Primblab einigermaßen schnell. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß, das ist mega langweilig und ätzend, wenn ich da ständig hin und
back and forth renne, nur um so einen Typen und seinen Kamerup zu snatchen. Ey, ich bin dran. Ob du es glaubst oder nicht, was? Ja, juckt mich nicht, Bruder. So. Ey, der hat jetzt halt wieder Damage gefressen, der Junge, ne? Warte mal, was? Krabbi? Hä? Wo genau kommt das Krabbi her, Alter? Oh mein Gott, das macht ja nichts. Das macht ja gar nichts. Ey, willst du mich verarschen? Jetzt bumst mich ein Krabbi weg, wo ich nicht mal weiß, woher das fucking Krabbi kommt. Der Junge hatte gerade noch einen Fukano und einen... Okay. Lass mich diese Pokémon für dich heilen. Ja, das Pokémon wirst du wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal heilen müssen. Weißt du was? Ich töte jetzt dieses Ledibar. Hol mir die EP. Weil Ledibar gibt ziemlich viele EP. Und dann bin ich Level 25 und dann dürfte ich die, okay, um, hoffentlich. Oder outspeeden zumindest. Mit einem fucking Plus in das Wesen, ey. Oh, das ist ein Mega-Pensier. Ich bin kein Level abgekommen, ne? Ah. Okay. Ja, wir killen den, holen uns ein Pokémon und dann gehen wir zu den anderen. Und dann haben wir schon mal ein paar Sachen. So, Bruder. Jetzt wird ernst gemacht hier drin. Fukano Level 29. Juckt mich nichts. Bubble Beam. Boom. Tot. Du hast einen Smogon? Okay. Nochmal Bubble Beam. Self-Destruct. Alles klar. Ja, gut. Er hat noch ein Pokémon, was self-destructen kann. Aber auch hier wieder kann ich theoretisch gut leveln, weil... Ich meine, wenn ich das Kamerup killen kann... Ich müsste halt ein anderes Pokémon reinschicken, was den Self-Destruct frisst und dann könnte ich das Kamerup bumsen. Warte mal, kann ich hier ein Loch ins Haus machen, damit ich den von hier aus herausfordern kann? Nee, komm, das wäre wieder richtig gammelig, Alter. So, komm. Fukano. Blubstrahl. Er burnt mich halt einfach wieder. Er burnt mich halt wieder. Und warum hat das jetzt nicht gereicht? Warum hat das diesmal nicht gereicht? So, Kamerupt. Und er outspeedet mich immer noch. Das ist halt echt ein Problem. Ja gut, ich level jetzt mal auf 26 oder so. Und dann müsste ich definitiv eine Chance gegen die haben. Come on, ich bin ein fucking Wasser-Pokémon. Und ich bin Starter. Aber das ist halt das Problem, ne? Wenn man ein Pokémon hat, was ein schlechtes Wesen hat, dann okay, ob man halt so einen Scheiß nicht. Hast du eine Attacke, die mich einfach so killt? Hast du. Okay. Warum frage ich überhaupt? Ich hatte die Hoffnung. Warum hatte ich die Hoffnung? Es ist ein Megapensier. Megapensier ist eines der stärksten Megas im gesamten Scheißspiel. Hut. Fragezeichen. Level 19. Okay, das geht. Kann ich please? Ja, das dauert 5 Jahre, bis ich da Level aufsteige. Und Karpados geben keine EP, ne? Ach komm, ich probiere die Scheiße einfach nochmal. Irgendwie haben wir in dieser Umgebung aber keine guten Pokémon, ne? Ich hab halt vorgehabt, ich wollte eigentlich Pokébälle kaufen und dann in die Wüste. Und in der Wüste hätten wir uns halt schon das ein oder andere sehr coole Pokémon fangen können. Ne? In der Prequel, in den Prequel-Folgen hatte ich an der Stelle... Oh fuck, Alter, jetzt kommt der wieder. Nein, self-destructe doch nicht jedes Mal. Warum kommst du nicht mit Kamerup rein, Digga? Ey, ich fange jetzt den gleichen Pokémon nur, damit ich den fucking Self-Destruct tanke. Ich wollte eigentlich in die Wüste. In den Prequel-Folgen hatte ich jetzt schon 4 Pokémon. Na, will ich einfach mal so gesagt haben. Da hatte ich jetzt schon 4 Pokémon. Aber eben, da hatte ich auch 64 Pokébälle und all so ein Kram. So, Riolu, Schnabel. Wow. Okay, alles klar, Bruder. Dratini. Oh, wow. Wie gerne hätte ich ein Dratini. Was hat das denn gerade eingesetzt? Drachenwut. Ha! Ey, was sind denn hier für Trainer unterwegs? Die sind ja übel stark.
Ja, übel stark. Okay, immerhin bin ich Level weitergekommen. Kann ich jetzt so ein blödes Smogon two-shotten? Okay, warte mal. Ich gehe nochmal. Ich knall dieses Riolu nochmal weg. Ist leider kein One-Shot. Weil ich ein schlechtes Wesen habe. Ich gehe mal für ein Bubble Beam. Bubble Beam macht mehr. Obwohl es. Er geht halt nur auf Dragon Rage, ne? Leider gehöre ich nicht zu Team Rocket, sonst hätte ich der das Dratini schon längst weggesnatcht, Mann. Ja, aber okay. Okay. Also beim nächsten Mal sollte ich nach dem Fukano auf Level 27 kommen und dann outspeed ich dieses dreckige Kamerup, Digga. Kann mir niemand erzählen, dass mein Primblop das Teil nicht outspeedet. Falls ich den Self-Destruct überlebe oder wie auch immer. So, Blubstrahl. Boom. Er überlebt es jetzt wieder. Warum auch immer es jetzt dieses Mal wieder überlebt. Aber, nein, Magnitude fickt mich halt immer noch. Und er outspeedet mich halt immer noch. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir sehen uns wieder, wenn ich den Typen besiegt habe. Alright, Freunde. Ich habe jetzt ein wenig trainiert und es ist schon wieder fast Nacht. Oh nein, ich habe den Trainer noch nicht geschafft. Aber ich habe etwas gesehen, beziehungsweise etwas gefunden. Und das ist ein Togetic auf Level 15. Und dieses Teil werde ich mir nicht entgehen lassen. Ich liebe Togetic, ich liebe Togekiss und das wird mein Pampas. Die Frage ist, reicht ein Blubstrahl? Ja, ich kann es nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Ich gehe mal auf Schnabel. Fairy Wind, okay. Ich gehe auf Pfund. Und nochmal auf Schnabel. Weil ich habe echt... Das ist nicht meine Session, Leute. Nein! Ich wollte dieses Ding! Fuck, Alter! Es wäre perfekt geschwächt gewesen und da kritte ich Pampas weg. Das gibt's doch nicht. Wie lame ist das denn bitte? Und auch, dass die fucking Facecams einfach nicht hinbekommt, einmal stabil da zu bleiben. Verstehe ich nicht. Oh, Leute, wir hätten gerade ein Togekiss gehabt. Beziehungsweise praktisch ein Togekiss gehabt. Aber hey, wir haben es gekillt. Und mit diesem Togekiss hätten wir jetzt gegen den Bastard kämpfen können. Und ich hätte gewonnen, weil ich den Self-Destruct hätte auf Togekiss Togetic abwälzen können. Oh mein Gott, und jetzt haben wir wieder nichts. Jetzt haben wir einfach wieder nichts. Mann. Okay, Staralili. Staralili war Staraptor. Theoretisch könnten wir Staralili holen, aber... Ist halt einfach die schlechtere Variante von fucking Togekiss, to be honest, ne? Togekiss wäre so awesome gewesen. Alter, da ist ein Snobillycat. Okay. Was haben wir da unten? Visenior. Also hier haben wir ein bisschen mehr, ne? Obwohl ich halt immer noch in die Wüste gehen möchte und, ja, mir da ein Pokémon holen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich glaube, ich reise mal in die Wüste. Und gucke, was es da für Pokémon gibt. Alright. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich an der Grenze zur Wüste. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das mal an. Da fliegen X-Barts, da vorne sind ein paar Golbarts. Was für eine schöne Gegend sich die Jungs hier ausgesucht haben. Direkt am Spawn aber eigentlich, ne? Das ist auch interessant. Ja, da sind wir wieder. Oder da bin ich wieder. Und ich bin gerade auf dem Weg in die Wüste. Das Problem mit der Wüste ist nur, wenn wir kein Dorf in der Wüste haben, ne? Dann habe ich nämlich genau eine Chance, da irgendwelche Pokémon zu fangen. Und ich sehe kein Dorf. Das bedeutet, könnte etwas schwierig werden. Weil wenn ich da einmal sterbe, oder wenn da einmal Primblop stirbt, dann war es das so ziemlich. Ich kann eigentlich von hier nach links und dann sollte ich relativ schnell in der Wüste ankommen. Ne?
Beziehungsweise da vorne ist ein Polarlichter, was auch super komisch ist. Wenn man mal so darüber nachdenkt, ne? Aber okay. Ich renne jetzt einfach mal in diese Richtung und hoffe, dass ich der Map vertrauen kann, dass das wirklich stimmt. Ne? Was ist das denn, Alter? Hä? Ah, hier haben die wahrscheinlich gefarmt, die Boys. Okay. Kann gut. Wow. Möglich sein. Ich glaube, in die Richtung war die Wüste, oder? Ja. Oh, warte mal. Da wird einfach mehr Map aufgedeckt. Das heißt, da ist gar keine Wüste. Da ist keine Wüste. Das wird einfach nur aufgedeckt. Das war, glaube ich, so ein Grafikfehler, oder? Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Schade, schade, schade. Egal, vielleicht finden wir hier noch ein Togepi, ein Togekiss. Ich hatte noch nie ein Togekiss in diesem Spiel. Warum musste das wieder ein Crit sein? Es wäre sogar männlich gewesen. Es war im richtigen Level, es hat alles gepasst. Und das scheiß Primblab muss einfach wieder critten. Ich verstehe es halt einfach nicht. Paragoni. Ich würde gerne ein Paragoni fangen, um ehrlich zu sein. So, Bruder, wenn du jetzt crittest, ne, dann fick ich dein Leben. Ich glaube, Paragoni werde ich fangen. Ich hätte gerne ein, hier, Yggdrasil, ne, wisst Bescheid. Okay, ich kann es leider nicht sehen, aber vielleicht ist es ausgebrochen. God damn it! Okay, Angriff, Spezialangriff wird erhöht. Das heißt, gleich batzt er mir die Zweige um die Ohren und dann bin ich tot. Aber sowas von. Außer wir fangen es. Fangen es jetzt. Ja, oh mein Gott, endlich, wow. Oh, wir haben unser erstes Pokémon gefangen, Freunde. Wir haben unser erstes Pokémon gefangen. Was, bitte, sei ein gut, hab ein gutes Wesen. Minus Spezialtöck plus Duff. Ist okay, pfiffig. Größe normal, ist okay. Igelsamen. Oh, ich liebe das Teil jetzt schon. Oh mein Gott, okay, Igelsamen. Mit Igelsamen können wir uns sogar heilen. Da müssen wir gar nicht zurückgehen. Um ehrlich zu sein. Aber ich würde gerne trotzdem noch mal kurz hier rüber gucken. Oh, das ist ein anderes Biom, ne? Ja. Hier kommen die Blubstrahls. Aber er hat natürlich wieder Robustheit. Natürlich. Ich würde gerne auf diesen Hügel gehen und mal gucken, was da ist. Einfach damit ich mal ein bisschen was von der Map gesehen habe. Und dann gehen wir zurück zu den anderen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Leute, ich weiß, sorry, heute haben wir absolut nichts geschissen bekommen. Wir waren in einem Dorf, haben super krass verkackt gegen so einen Typen. Ein Pipi. Dann haben wir ein Togekiss gekillt, ein potenzielles. Und jetzt haben wir es doch noch geschafft, ein Pokémon zu fangen. Ich überlege... Oh, das Ding ist voll geheilt? Oh wow, das wusste ich gar nicht. Egelsam, Leech Seed. This Charming Voice. Wir kriegen immer wieder ein bisschen KP zurück. Ich gehe mal einmal auf Tackle. Und jetzt will ich mal wissen, ob bei diesem Clefairy, ob das Ding drin bleibt. Weil dann haben wir ein Pixie und ein hier, Trantrum. Und wir haben Clefairy. Hey, dann haben wir trotzdem noch was geschafft in der heutigen Folge, Freunde. Alright, in der nächsten Folge werden wir uns diese Umgebung hier ein bisschen näher ansehen. Und zurückgehen und den anderen joinen für eine dritte Folge. Ich bedanke mich bei euch, Freunde, dass ihr wie immer da wart. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt von Pixelmon, ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht, Games Rocket ab und zu mal auszuchecken, falls ihr ein neues Spiel haben wollt und mich unterstützen wollt. Bestellt es von den Reflinks in der Beschreibung. Alright, wir sehen uns.